auf und verarbeitest es dann. Wenn das jetzt lang genug weg ist, um zu wissen, was es kann. Man genießt dann deine Bilder, die fast keiner je versteht. Nur die Freude, sie zu sehen, ist wohl das, worum es geht. Du kennst deine Grenzen meistens, bist auf deinen Weg fixiert. Und was anfangs ungut aussieht, ist oft das, was dann gut wird. In der Mitte deines Kopfes schläft ein wachsamer Soldat, der sobald er in den Krieg zieht, alles aufgibt, was er hat. Meistens noch daneben steht der Himmel, stehen die Wolken, steht die Stadt nur deinetwegen still. Versäume nicht zu sagen, was dir wirklich viel bedeutet. Es gibt Menschen, es gibt Freunde, aber meistens sind es Leute. Sprechen oft von Schönheit, viel zu oft, um wahr zu sein. Schöne Bücher oder Tücher oder auch ein schöner Reim. Du willst wissen, suchst die Wahrheit in dem Buch, das einst hier lag. Zwischen Nettigkeit und Schönheit steckt oft mehr als nur ein Tag. Siehst du das Bild, in dem mehreres vereint ist, in dem jeder Strich gemeint ist und nichts Einzelnes allein ist. Und es fließt alles zusammen und erzeugt ein Feuerwerk aus der Arbeit, der Gedanken und der Farbe, die sie fährt. Es gibt wenig wirklich Leichtes und das meiste ist recht schwer. Und der Wille, was zu leisten, fällt meist nicht von einem Berg. Auf dich wie eine Lawine, bleib nicht stehen, du musst jetzt springen, denn nur Arbeit kann dir sagen, ob's Ideen wirklich bringen. Und wenn dich die Wahrheit findet, halte sie so fest du kannst. Denn die Wahrheit ist aus Seide und ist allzu bald zerfranst. Sei mal laut und sei mal leise, sei mal langsam und schneller. Deine Augen sind die Reise. Das Licht wird immer heller.
Es gibt tausend Möglichkeiten, eine davon ist gewiss, dass du einfach gar nichts tust und dabei auch nichts vermisst. Diese Möglichkeit ist sicher. Und du wirst dich nach dir sehnen. Und doch lange noch nicht dort liegst du auf deiner Matratze hellwach, sprichst du kaum ein Wort. Du erlebst nur, was in dir lebt, nur dass du es nicht vergisst, dass der Mensch, der in dir aufschaut, nur der halbe Künstler ist. Und so weiter, ja, ist gut, genau.